ein Programm der Dachziegel, der Kennelskamp gegen den VfB Stuttgart, präsentiert von Schmidt Bäckerei. Ganz viel Spaß bei der achten Partie. Und hier ein kurzer Hinweis für alle Fans des VfB Stuttgart, die ein Foto mit dem Verein machen möchten, mit ihrer Mannschaft machen möchten. Der VfB Stuttgart steht zum Foto. Nächste Partie, die ansteht. Der erste FC Köln gegen den VfB Stuttgart. Foto mit deiner Mannschaft könnt ihr jetzt machen. Momentan ist dran 0-0. Eine Minute gespielt. Also Rheinland gegen Schwabenland jetzt hier. Auch das eben der Vorteil in Regionaltöpfen. Auch für die Spieler. Man trifft einfach auf ganz neue Spieler, auf ganz neue Mannschaften und auf ganz neue Herausforderungen. Und da haben wir die Köln-Flagge. Wird still hochgehalten. Mal gucken, vielleicht schwenkt er sie gleich noch etwas euphorischer, wenn dann Köln vielleicht mit einem Erfolgserlebnis hier startet. So, es gibt Freistoß für die Kölner. 18. Teilnahme, zweimal stand man im Finale, 2001 und 2009 gewonnen haben sie noch nie. Anders als die Stuttgarter, dazu kommen wir aber gleich. Erst schauen wir auf den Freistoß. Dennis Dahmen würde gern vollenden. Das ist der Spieler mit der Nummer 4. Dahmen macht das im Stand. Nächster Schussversuch. Marvin Obus. Und jetzt nochmal. Und da ist der Dennis Dahmen. Viva Colonia in Lübeck. 1-0. Und da haben wir es kurz gesehen im Hintergrund. Da sind die Köln-Fahnen. Deutlich euphorischer. Wunderbarer Treffer. Stuttgart aber hat wenig Lust auf Rückstand. Und ist auch wieder vorne dabei. Also die Stuttgarter können gleich ziehen mit dem Rekordsieger Hertha BSC Berlin. Haben bereits dreimal das Turnier gewinnen können. Zuletzt 2013 standen viermal im Endspiel. Und könnten, wie gesagt, mit einem vierten Erfolg in diesem Jahr gleich ziehen mit Hertha BSC Berlin. Stuttgarts Nummer 1, Patrick Schott. Guter Schussversuch hier von Leonhard Münz. Und dann ist er bei dem Tor. Abpraller vollendet. Und ab zur Belohnung, zum Durchpusten. Und auch sofort die Taktikbesprechung nochmal. Die Hinweise von Kai Oswald. 40 Jahre. Werden wir im Laufe der Partie auch noch drüber sprechen. 1-1. Uhren wieder auf 0 gestellt in diesem Spiel. Ja, Versuch der Mitnahme. Spielaufbau getäuscht, wieder eher fliegend. Jetzt der weite Ball. Ja. Klappt da nicht zu 100%. Stuttgart Tabellenzweiter der Oberliga. 11 Spiele, 27 Punkte.
sehr gut dabei. Beste Defensive der Liga. Nur 7 Gegentreffer in 11 Spielen. 16 Gegentreffer, die zweitbeste Defensive. Also das Verteidigen hier sehr, sehr stark. Haben zurzeit 3 Punkte Rückstand auf die U17 des SV Sandhausen. Allerdings hat Stuttgart 2 Spiele weniger. Also könnte bis auf 3 Punkte überholen und wäre damit Tabellenführer in der Oberliga. 8 Siege, 3 Unentschieden, noch kein Spiel verloren. Spielen also eine bärenstarke Saison bisher, die Stuttgarter. Und gehören wieder mal traditionell auch hier zum Favoritenkreis. Haben auch mit Frederik Schumann Nationalspieler amtieren mit. Und jetzt erstmal die nächste große Möglichkeit. Per Kopf! Latte und ans Außennetz. Also Frederik Schumann, wenn Sie darauf achten möchten, der Spieler mit der Nummer 3. Ja, Nationalspieler für Deutschland. Der Hacke zurückgelegt. Und da war es eine bärenstarke Parade von Patrick Schott. Das war fast die Führung für die Kölner. Und da sehen wir ganz links, so halb im Bild. Jetzt intensiv am Schreien. Kai Oswald, 40 Jahre, Ex-Profi. Der spielte unter anderem für Stuttgart, für Hansa Rostock, für Hannover 96. 73 Bundesligaspiele hat er gemacht. Vielen aus den 90ern. Noch ein Begriff, da haben wir nochmal groß im Bild. Kai Oswald links. Oh, guck grimmig, guck böse. Ist ja unzufrieden mit seiner Truppe. Schreit den Ball nach raus aus dem Tor. Hier nicht, und dann sitzt der Ball trotzdem. Zum 2:1 für die Kölner. Quer gelegt und dann hat es eingeschlagen. Martuan Öztem war das eben, der Torschütze. Für Köln. Wieder erneute Führung. Für die Kölner. Damit Trainerbank vom 1. FC Köln. Martin Heck, 34 Jahre alt, Trainer der Kölner. Trainierte schon die zweite Mannschaft des FC. Hat selber nur für die Bezirksliga gereicht, aber als Trainer ist er richtig stark und richtig gut unterwegs. Also da gibt es ja auch immer kontroverse Diskussionen. Muss ein guter Trainer ein guter Fußballer gewesen sein? Hier scheiden sich die Geister, und die richtige Antwort wird es da wahrscheinlich auch nicht geben. Köln wieder am Ball. Ballverarbeitung jetzt. Gar nicht schlecht. Kugel ist sehr viel oben. Ja, nochmal spielt man alle immer wirklich flach. Oh, und da gibt es eine artistische Einlage, aber ich glaube, da wurde er ordentlich abgefangen von seinen Mitspielern. Das sah ziemlich artistisch aus. Klasse quergelegt jetzt. Also die Kölner ein Stück weit torgefährlicher. Da hat sie gerade über die Bande gehauen, den Keeper der Kölner. Aber aufgefangen, wie gesagt, von der Bank. Kuriose Aktion. Jetzt die Stuttgarter wieder im Angriff. Tor war frei und er netzt ein. Er trifft. Dürfte Numan Sensoi gewesen sein. Da haben wir es nochmal. Wunderbar. Ah, durch die Beine noch von Yusuf Örnek, der sich da mächtig ärgert. 2:2. Also hier wieder eine enge Partie. Mal die Ermahnung für Sensoi von Heike Schäffer. Tuss Boraden, der Unparteiische.
Nächster Versuch. Abpraller genommen. Abpraller vollendet. Numan Sensol zum 3:2 für den VfB Stuttgart. Erste Führung in dieser Partie für die Schwaben. Wunderbar mit der Bande gemacht. Das war genauso gewollt. Das hat er genauso vorgehabt. Und dann oben rechts vollendet. Also muntere Führungswechsel hier. Wird jetzt also Zeit für ein 3:3. Das war klasse gespielt. Und da haben wir es doch. 3:3 mit Ansage. Maximilian Göggel. Da hat es lange gedauert, bis er den da wirklich da über Linie drückte. Und dann war der Ball drin. Da muss er selber lachen. Und zum 6. Tor in dieser Partie, zum 3. Tor für Köln. Also hier ist richtig Musik drin. Das war zu erwarten. Köln hier mit insgesamt 4 amtierende Nationalspieler und einem auf Abruf. Also 5 Nationalspieler insgesamt angereist. Super zusammengestellte Truppe hier. Vincent Friedsam, der Keeper unter anderem. Nationalspieler. Marvin Obus haben wir. Nationalspieler. Sebastian Papalia. Nationalspieler. Jan Thielmann, Nationalspieler. Tim Lemperle ist Nationalspieler. Auf Abruf gewesen, also auf der Kandidatenliste für La Manga. So, nächster Angriff der Kölner jetzt. Per Kopf. Da muss Patrick Schott hin. Und Patrick Schott ist da. So, 3:3. Da liegt ein Spieler noch verletzt am Boden. Hat es da, glaube ich, mit dem Keeper zusammengerasselt. Schmerzhaft. Alte Schäfer hat es, glaube ich, noch nicht gesehen. Da gleich die faire Geste von Schott. War natürlich keine Absicht. Jetzt macht er sich langsam. Tim Lemperle, das ist der erwähnte eben Nationalspieler auf Abruf. Erstmal über die Bande zum Durchschnaufen. Also eine Minute noch, 3:3. Eines wirklich der spektakulären Spiele hier. Bisher am heutigen Tag. Wald spannend bis zum Schluss. Gibt es hier noch Liga? Köln mit dem nächsten Versuch. Lobfada, Schott riskiert. Kopf und Kragen. Und wird dafür belohnt. So, Stuttgart nochmal. Da haben wir es nochmal. Zack, die lange Pracke. ...36 auf der Uhr. Stuttgart legt den Ball nochmal ab. Etwas unsauber jetzt im Passspiel, wenn sie den Ball rüber bekommen. Da wäre das Tor frei gewesen. Jetzt die Kölner nochmal. Es ist spannend hier in dieser letzten Minute. Gibt es hier noch einen Last-Second-Treffer? Nächste Chance. Schott ist wieder da. Hoher Ball, Kopfball. Quergelegt. Aufgestürzt, Freistoß. 12 Sekunden vor Ende der Partie. 3:3. Das kann noch eine Möglichkeit geben. Stuttgart muss es jetzt hier schrittig und schnell nach vorne spielen. Langer Ball genau in die Arme des Torwarts. Oh, das hat Oswald nicht gefallen. Da war stinksauer drüber. Wieder ist Schotter. Starke Keeper. Der Stuttgarter. Und damit geht's aus. Danke an beide Mannschaften für ein tolles 3:3. Das hat Spaß gemacht. Auch Köln-Fans können auch lachen. Und freuen sich, die Fahne weht und ich würde sagen, ab in die Highlights. Viel Spaß.